Jedes Jahr kurz nach der Sommersonnenwende feiern wir in der Kirche am 24. Juni das Geburtsfest eines ganz besonderen Menschen. Als Vorläufer Jesu wird er oft bezeichnet. Es ist Johannes der Täufer. Die Ereignisse um seine Geburt zeigen in gewisser Weise die Grundeinstellung Gottes zu uns Menschen. Da ist zunächst der Name Johannes, Johanan. Das heißt übersetzt, Gott ist gnädig. Wenn die Bibel von einem gnädigen Gott spricht, meint sie damit meist mehr, als wir oft damit verbinden im Sinne von nicht nachtragend sein oder großzügig. In der Bibel ist mit dem Wort vom gnädigen Gott zuerst gemeint, dass Gott auf uns Menschen zugeht im Sinne von Interesse haben an einer lebendigen Beziehung miteinander. Und dieses Miteinander ist Gott so wichtig, dass er es seinerseits nie abbricht. Selbst wenn wir Menschen uns von ihm abwenden, setzt er immer wieder alles daran, uns umzustimmen und die Beziehung zu ihm neu aufzubauen. Und wenn die Beziehung zwischen Gott und Menschen stimmt, dann hat dies manchmal in der Geschichte auch sehr weitreichende Auswirkungen. Das zeigt die Geschichte von Elisabeth und Zacharias. Als Ehepaar sind sie miteinander alt geworden, leben rechtschaffen nach den Vorgaben ihrer Religion. Trotzdem haftet an ihnen aus damaliger Sicht der Geruch von Sündhaftigkeit, weil sie keine Kinder haben. Ungewollte Kinderlosigkeit. Das ist auch heute für viele Paare ein schwieriges Thema. Damals war es für Menschen jedoch ein noch viel größeres Problem als für uns heute. Menschen, die davon betroffen waren, hatten viel unter Vorurteilen und Vorverurteilungen zu leiden. Ein Priester-Ehepaar, das kinderlos blieb, musste dies wohl besonders spüren, so lässt es zumindest das Wort des Engels an Zacharias erahnen, wo es heißt, dein Gebet wurde erhört, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären. Das könnte bedeuten, dass Gott die beiden hier nicht nur sozusagen rehabilitiert, sondern dass das, was Menschen als Mangel verstehen, für Gott manchmal ein Anknüpfungspunkt dafür ist, etwas Unerwartetes zu tun. Ausschlaggebend ist hier auf jeden Fall, dass beide, Elisabeth und Zacharias, immer auch eine lebendige Beziehung zu ihm geführt und gepflegt haben. Und nun werden die beiden nicht einfach nur Eltern, sondern sie werden die Eltern des Johannes, der seinerseits ganz für seine Lebensaufgabe gelebt hat, Menschen zu Gott zu führen und zu begleiten. Durch seine Worte und seinen Lebensstil hat er zu seiner Zeit viel bewegt und bei all dem sich auch selbst immer wieder und am Ende seines Lebens immer noch die Frage gestellt, wie er seine eigene Gottesbeziehung noch weiter vertiefen könnte. Er ist ein Suchender geblieben bis zum Schluss. Johannes, der Vorläufer, kann uns als Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu heute auch einige Fragen als Anregungen zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Geht es bei meinem Christsein wirklich um Jesus und das Kommen seines Reiches? Und was trage ich dazu bei, damit dieses Gottesreich wachsen kann? Was habe ich auch ganz persönlich vom Schöpfer für Gaben im Sinne von Gottesgeschenken, also Möglichkeiten, mit auf meinen Weg bekommen, um die frohe Botschaft weiterzutragen von einem Gott, der nicht weit weg in der Ferne thront, dem wir nicht einfach so egal sind, sondern der ein lebendiges Interesse an uns Menschen und unserem Leben hat? Wie ist es mit meiner Bereitschaft, mich darauf auf ihn einzulassen? Was bin ich vielleicht sogar bereit, dafür persönlich sozusagen in Kauf zu nehmen? Elisabeth, Zacharias und Johannes sind also drei Beispiele, die zeigen, wie viel Gutes in die Welt kommen kann, wenn Menschen für Gottes Wege offen sind. Das ist nicht immer unbedingt leicht und schon gar nicht immer besonders einsichtig.
Aber es zeigt sich wohl auch hier die menschliche Erfahrung, wer etwas in Bewegung bringen möchte, braucht dazu oft auch eine gute Portion Risikobereitschaft. Johannes und viele andere Glaubenszeuginnen und Zeugen taten jeweils zu ihrer Zeit das, was sie konnten. Was daraus wurde und auch heute noch wird, war und ist, das bleibt dann allerdings immer auch die Sache Jesu. Und von dieser Sache heißt es in einem sehr bekannten neuen geistlichen Lied, es ist eines meiner Lieblingslieder, sie braucht Begeisterte. Und weiter heißt es dann auch sehr konkret, sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien. So wünsche ich Ihnen und euch einen gesegneten Tag. Die Sache Jesu braucht Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befreien.